amputierte der Weltmeisterschaften im Working Equitation Michaela Ruschitzka-Vogel vom Marienhof in Spillern. Beginnen wir mit der Dressur. In einem 20er-40er-Viereck werden vorgegebene Dressuraufgaben und Figuren als Kühe geritten. Der Hauptunterschied zur normalen Dressur ist, dass die höchste Klasse, die Masterclass, einhändig geritten und die Zügel von der Reithand nicht von der freien Hand berührt werden darf. Pedro, Torres, meine sehr geehrten Damen und Herren, sechsfacher Europameister und dreifacher Weltmeister mit seinem Lusitano-Hengst Oxidado und der Mitträger der meisten Auszeichnungen weltweit. Als ehemaliger Reiter der portugiesischen Hofreitschule liebt er die Dressur und reitet auch Grand Prix. Hier in Wien sehen wir ihn mit dem 11-jährigen Lusitano-Wallach Ulysses, der in Österreich geritten wird. Michaela Ruschitz, Vogel vom Marienhof in Spillern brachte diese Sportart 2008 nach Österreich. Sie wurde als jemals beste weibliche Reiterin bei der WM geehrt. Nach der Dressur werden wir dann sehen den Hindernisparcours, eine Folge verschiedener Hindernisse muss das Reiterpaar im Galopp und im Schritt exakt durchreiten. Die Hindernisse erinnern an Gegebenheiten, die am Feld oder im Gelände zu meistern sind und verlangen vom Reiter, das Pferd einfühlsam zu kontrollieren. Beide Reiter beginnen nun mit dem Slalom. Einmal einfach, einmal parallel. Jeweils im Galopp mit fliegenden Wechseln. Der nächste Punkt, zwei Tonnen und der Stier. Die zwei Tonnen werden umrundet im Galopp mit fliegendem Wechsel. Aufnahme der Garoccia, Ring muss aufgenommen werden und danach Abstellen der Garoccia in die Tonne. Und dann Seitpass, sogenannt Bodenstange. Die Stange wird im Seitengang bewältigt und muss zwischen Vorder- und Hinterbeinen des Pferdes sein. Die drei Tonnen umrunden im Galopp mit fliegendem Wechsel und in vorgegebener Linie. Dann die Glocke, einreiten in die Gasse, läuten der Glocke, anschließend rückwärts richten aus der Gasse. Die Stangen dürfen nicht abgestoßen werden.
Und zum Abschluss dieser kurzen Demonstration von Working Equitation und der Geschwindigkeitstest. Hier wird der Hindernisparcours auf Zeit geritten. Es soll das Tempo, die Wendigkeit, der sportliche Ehrgeiz und die Durchlässigkeit des Pferdes durch die Balance, den Sitz und die Hilfengabe des Reiters gezeigt werden. Mit Ihnen als Unterstützung, mit Ihrem Applaus, Working Equitation, Pedro Torres und Michaela Ruschitzka-Vogel. Eine Demonstration von Working Equitation seit 2008 in Österreich und die abschließende Ehrenrunde Pedro, Doris und Michaela Ruschitzka-Vogel. Wir verabschieden die beiden bei den Vienna Masters 2012. Und noch ein wichtiger Hinweis, meine sehr geehrten Damen und Herren.